Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem Hormatic IP YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute mal die Lichtkonfiguration zum Thema Sicherheit zeigen. Dazu gehe ich mal ins Menü und rufe genau diesen Punkt auf. Und da sehen wir haben drei Möglichkeiten, Lichter zu konfigurieren. Als Alarmlicht, Paniklicht und Coming-Home-Licht. Allen drei Sachen können wir Schaltaktoren zuordnen, die wir dem Gewerk Licht und Beschattung zugeordnet haben. Bei dem Alarmlicht wird dieses Licht eingeschaltet, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Hüllschutz, Vollschutz oder eine Sicherheitsfunktion. Das Paniklicht wird aktiviert über ein Tastenpaar eines Tasters, den wir auch dem Thema Sicherheit zugeordnet haben. Hier geht es darum, wir haben ein Geräusch im Haus gehört und wollen schnell mal einmal Lichter einschalten. Das machen wir hier. Bei dem Coming-Home-Licht ist es so, dass wir auf unserem Schlüsselbundsender für die Alarmfunktion unten ein Icon haben, eine Glühbirne. Mit dieser können wir unsere Coming-Home-Lichter einschalten. Wir wollen uns jetzt das Alarmlicht genauer anschauen. Ich werde jetzt einfach mal diese Stehlampe, die wir haben, dem Thema Alarmlicht zuordnen. Bestätige das Ganze mit Fertig, gehe mal auf den Home-Bildschirm zurück, schließe mein Fenster und werde jetzt mal über diesen Handsender meinen Hüllschutz aktivieren. Der Hüllschutz wird jetzt aktiviert. Es wird nochmal abgefragt, ob mit den Sensoren alles in Ordnung ist. Ist das der Fall, also ist das Fenster auch wirklich geschlossen, der Sabotagekontakt nicht ausgelöst, haben wir gerade gehört, wird unser Hüllschutz auch wirklich aktiviert. Ich öffne jetzt mal das Fenster und wir kriegen unsere Push-Mitteilung. Wir sehen, unsere Alarmsirene geht los und auch unsere Stehlampe, die wir dem Thema Alarmlicht zugeordnet haben, hat auch eingeschaltet. Ich kann jetzt hier diese Alarmmeldung in der App bestätigen. Wir sehen dann, dass unsere Sirene den Modus unscharf quittiert. Die Stehlampe bleibt weiterhin eingeschaltet. Diese müssen wir dann manuell ausschalten oder über die App. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal.